Ich hatte den richtigen Ansatz, aber es war trotzdem falsch. Wir müssen die Gnome hier hinaufwerfen. Und damit, hey, hey, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares. So, und ihr werft jetzt hier das Ding runter, ja? Dankeschön. Hat lang genug gedauert. Perfekt. So. Nee. Du kommst jetzt auch mit. Dich werfe ich jetzt erstmal, weil du so viel Ärger gemacht hast, von hier oben nach unten. So. Wo ist der andere? Jetzt können wir die Tür aufschieben. Okay. Oh, eine lange Treppe. Verheißt nichts Gutes meistens. Ich werde einfach von so Gnomes verfolgt. Guten Tag. Also wenn es hier kein böses Viech gibt, was alle tötet, dann... Gibt es Kohle? Ach du meine Güte. Da ist noch einer. Wir haben einen verloren. Oh, nö. Das ist ein Ofen. Oh. Aber was bringt mir das? Ich habe Angst, dass der Typ mit den langen Armen kommt, weil das ist so laut. Lass einfach mal hier die Leiter hochgehen. Lass mal von links nach rechts durcharbeiten. Meistens geht es ja rechts weiter, deswegen fangen wir jetzt erstmal links an und gucken, wo uns diese, Dankeschön, Leiter hinführt. Hier hin. Hier gibt es... Ich kann wieder irgendwas drauflegen. Runterfallen. Da müssen wir noch mal drücken. Beste! Ne, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas oder ziehen. Also hier brauchen wir noch mal irgendwas. Okay, wir merken uns die Stelle und machen an der nächsten weiter. Ey, was ist das denn? Wir haben jetzt hier so einen riesen Backe-Backe-Kuchenofen oder was? Mann, es ist blöd. Es ist blöd, wenn du ein Spiel hast, was wirklich blind für... Also das DLC ist 100% blind für mich. Deswegen keine Ahnung. Oh, hier geht es sogar noch eine Etage nach oben. Das Dunkle hier lasse ich jetzt mal außen vor. Wir fangen wieder links an. Ah ja. Solange es nur Puppen sind, warum nicht? Da war ein X markiert. Das war sehr schön markiert. Oh, das war eine schlechte Idee. Meister Langarm, wie geht's denn so? Lange nicht gesehen. Guess who's back? Ah, ja, hoi. Hier sind wir auch mit Six durchgelaufen, erinnert ihr euch? Da ist noch ein Affe.
Ach, was ist das denn, hä? Er wurde doch abge... Meine Güte. Ey, was denn da los jetzt, hä? Kann ich hier noch weiter? Frage. Aber warum kommt er denn jetzt hier rüber? Na klar. Und jetzt kommt er einfach rüber. Was ist mit ihm? Yo! Nicht bewegen. Alles ist gut. Ich hab dich vermisst, muss ich sagen. Ganze 10 Minuten oder so. Aber kommt er jetzt nicht zu mir? Ah. Und er findet das jetzt halt richtig laut. Drehen, drehen! Nur um das ganz kurz zu sagen, das ist auch richtig laut. Das ist mega laut. Das Game ist laut auf einem anderen Niveau. Der Wahnsinn, wie dieses Game so von jetzt auf gleich ultimativ laut werden kann. Gefühl, wir sind ihn noch nicht los. Oh. Das ist meine Mäuse-Gang. Okay, da kommen wir auch nicht hin. Dann lass mal rechts gucken, weil da führen so Schienen entlang. Wer weiß, vielleicht ist hier was Spannendes. Da ist ein Gnom, der sich im Spiegel betrachtet. Ja. Ey, du hast nicht rein zufällig Lust, hier mal runterzukommen? Das ist ein Hammer, mit dem können wir aber nichts machen. Da hochkommen tue ich auch nicht. Das ist viel zu un... Echt jetzt? Hä, wie komme ich denn zu ihm hoch? Ich kann hier nicht klettern. Das sind aber Handabdrücke und so. Das ist mein Card. Aber wie kriege ich das denn? Ja, ich muss die Leiter da hoch. Aber für die Leiter, da muss ich wahrscheinlich den Gnom gegenschmeißen. Oder einen perfekten Sprung. Nochmal Licht. Okay, von hier hin. Klar. Das darf nicht funktionieren, weil das würde das Game halt einfacher machen. Ja. Zieh dich doch hoch! Der Dude ist richtig dumm. Okay, das ist nicht machbar. Ne, hier sind wir rausgekommen, gar. Ja. Ich hab... Musste schon das letzte Mal googeln. Keine Lust jetzt wieder. Wenn ich springe, springt er auch. Geh doch da hoch! Ist der zu dumm, seine... Schmeiß gleich. Halt dich doch fest, du dummes Kind. Ja gut, dann halt nicht. Dann stehen wir jetzt hier und hoffen, dass der Typ kommt und dich holt. Mach die Maus da weg. Ich mach sie hier hin. Er hält sich jetzt nicht mehr fest, ich komme hier nicht mehr hoch. Wow, er hat es geschafft. Ich hab dich. Du rennst hier nicht weg. Ich hasse dich. Gnome sind so unsympathisch mittlerweile. Ihr glaubt es kaum. Ich fand sie noch relativ rätselhaft. Die arbeiten jetzt für mich.
Ich würde trotzdem sagen, dass es weird ist so. Ich finde sie unsympathisch. Sie machen nur Ärger. Bin wegen denen jetzt schon mehrmals draufgegangen, kam nicht weiter. Und musste mein gesamtes Leben überdenken. Er kommt doch hier rein. Also wenn er nicht hier reinkommt, mega cringe. Ach so. Ja, andere Frage. Komme ich zurück? Nein. Hier geht's hoch. Ich würde ganz gerne auch was sehen. Vor allen Dingen das hier ist ultimativ seltsam. Will ich da durch? Da ist ein Ich drück den jetzt. Was? Okay. Ist das... Also jeder Raum, den wir mit Six waren, wird überwacht. Kann ich jetzt sagen, willkommen in Portal 3? Portal 3 Nightmares? Sind das solche... Ich drück nach unten. Dude, ich lass jetzt los. Sind das solche Art Testkammern? Und es ist von Anfang an so geschrieben, dass wir da lang gehen? Ich weiß es nicht, weil das ist sehr, sehr weird alles. Okay, wir sind zu schwer. Ist okay. Nehmen's in die andere Richtung. Ich will dich nicht in den Arm nehmen. Ich hasse dich abgrundtief. Schmeiß dich gleich aus dem Fenster. Halt gegen. Ist kein Problem. Du hast nicht rein zufällig Lust, mir zu helfen, oder? Ah. Seh nichts. Perfekt. Und jetzt öffnen wir die Tür. Blöder Gnom. Mal, vielleicht muss ich ziehen oder so und eher schieben. Vielleicht geht's dann. Wobei, es sieht nicht so aus, als würde er irgendwas Sinnvolles machen. Vielleicht brauchen wir noch einen zweiten Gnom. Oder wir müssen es einfach Vollgas gegen die Tür. Der Gnom ist aber auch dumm. Was machst du denn da? Nee. Ja, back da hinten fest. Das finde ich sehr schön. Und du halt dich fest. Ey, ich drücke. Ich habe meinen Daumen. Ich spiele so. Also halt, so. Wenn ich nichts mache, ja, dann habe ich meinen Daumen entweder da unten oder weg. Und er springt einfach zur Seite. Wir gehen nochmal in diesen komplett weirden Raum mit diesem riesengroßen Auge, wo wir Six beobachten können. Vielleicht ist sie ja mittlerweile schon weitergegangen. Hier ist sonst auch nichts. Benutzen wir dieses Kuckloch nochmal. Mal aufmachen.
Wir sind immer noch auf einem Schiff. Hier geht's auch nicht für uns hoch. Hier kann ich ja nicht nach unten. Wie kommen wir denn durch die Tür? Es kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit struggle. Ich werf dich jetzt hier hoch, weil das sind Abdrücke, als könnte man da klettern. Du bist der dümmste Gnom, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Also wir brauchen mindestens einen zweiten Gnom, damit wir dieses Ding da hochschieben können und damit die Tür öffnen können. Probier's jetzt nochmal mit Schwung, wenn es nicht geht. Cut, Internet. Dieser Vollidiot hält auch gegen, wie so der letzte. Weiß nicht, was er darstellen soll. Wieso geht er denn auf diese Seite? Jo. Auf jeden Fall, da hinten scheint es weiterzugehen. Ich guck kurz im Internet. Bis gleich. Keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Ich weiß es nicht. Man muss das Ding da hinschieben, dann kann man da oben durch. Hätte ich sehen können. Ich bin aber zu blöd für sowas. Spring da hoch. Ich bin salty, ich habe keinen Bock mehr. Ich hoffe, der Gnom da hinten stirbt einfach. Er hätte mir auch mal helfen können. Bleib stehen! Blöder Gnom, ey. Meine Güte, was bist du für ein Vollidiot? Ja, macht Spaß. Was ist das überhaupt für blöde Musik? Was auch immer es bringt, zieh da dran. Ich hasse die Gnome. Vielleicht habe ich jetzt genug Speed. Nö. Was bringt mir das? Ah, jetzt hat's geklappt beim 500. Versuch. Hab ich ihn jetzt? Was ist mit dem Game? Von mir aus schmeiße ich dich da runter. Das finde ich gut so. Nein, jetzt muss ich ihn da unten wieder fangen. Nein, muss ich nicht. Komm mit, du hässliches Viech. Die Gnome waren mal echt sympathisch. Immerhin sind sie jetzt für mich unterbezahlte Arbeiter. Finde ich gut so. Immerhin haben wir jetzt zwei Gnome mehr. Vielleicht sind die fähig, jetzt diese Tür hier aufzubrechen. Nee, die schaffen vielleicht sogar, dass man da aufmachen kann. Rück an dem Hebel. Was macht er jetzt? Ey, wo ist der Dritte? Bist du eigentlich dumm oder so? Ey, das ist ja... Was haben die denn für eine KI?
Das ist ja so traurig. Das ist ja so traurig. Klar, es ist nur ein Indie-Game. Es kann kein Vierter fehlen. Es geht nirgendwo mehr weiter. Los jetzt! Meine Güte, echt. Aufnahme geht schon 30 Minuten. Ja, es kann sein, dass manche Folgen länger gehen, manche kürzer, weil ich kann das null. Aber auch wirklich, wir sind zu weit, null einschätzen, weil ich die ganze Zeit im Internet bin und am... Liebe. Ist doch gut jetzt. Tschüss. Ich lasse euch zurück. Ich hoffe, der Mann mit den langen Armen kommt und holt euch. Uhaha. Wieso sind diese Gnome so ultimativ blöd? Wenn ich jetzt tot bin. Wo ist mein Auto? Bringt doch meinen Ferrari mit, Mann. Oh Gott, ja. Der eine Gnome ist aber auch wirklich dumm. Hier sollte ich möglicherweise nicht davor stehen. Boah, wieso? Wieso ist dieses Spiel so dumm? Bitte stirb einfach. Echt, dir das geht. Das war stylisch. Ich schieb das jetzt von hinten und lass die Gnome nach vorne. Vorne, vorne ist ein guter Spot. Vorne ist einfacher. Ich wollte wegspringen, aber er ist einfach stehen geblieben und hat sich überrollen lassen. Ich kenne das. Ich kenne das. Ich bleib auch immer stehen, wenn ein LKW auf mich zufährt. Oh, ist der dumm. Ihr bleibt jetzt da stehen und ich hole euch runter. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich mache das jetzt. Halt dich fest und kletter nach unten. So. Bitte überlebt das nicht. Schade. Ihr los, werdet zu meinen unterbezahlten Arbeitern. Hallo, was ist mit dem los? Hör auf, dahin zu leuchten. Machst du mal was? Die Maschine läuft jetzt stärker, aber es passiert nichts. Wow! Gut, Dude, was ist los? Ja, komm doch her jetzt. Hab dich. Ja. Ich hasse diese Dinger. Warum könnt ihr nicht wie im normalen Spiel sein? Einfach normal. Ich will die Leit... Die Steuerung ist so schwammig. Ich hatte damit nie Probleme im Spiel. So an sich. Aber hier... Er leuchtet auf den Schalter. Dass ich an den Schalter muss, das ist mir auch klar. Was muss ich jetzt damit machen? Cool, ich hab keine Ahnung, was es ist. Nein. Ich hör's doch. Irgendwas ist hier. Thank you.
natürlich. Ey, Wahnsinn. Wahnsinns-Game. Super. Willst du mich? Komplett. Er steht da einfach random rum. Was ist denn mit ihm passiert? Ich sehe nichts. Das leuchtet nicht. Ich sehe nichts. Was ist denn das für ein Betrug? Ach ja. Ich kenn's. Spiele, in denen der Bildschirm einfach schwarz ist. Er hat noch Strom. Und was mit ihm da hinten los ist, weiß ich auch nicht. Die Musik war was Bedrohliches, aber dass jetzt da Langarm ist. Ich sehe ihn nicht. Bin einfach mal leise. Jetzt haben wir halt den Nachteil. Schmutz! Schmutzspiel! Was ein Müll! Ja, komm. Schneid euch den Schmutz. Tu euch das nicht an. Ich tu mir das selber nicht an. Spring da hoch. Viele Monate später. Okay. Dann... halt nicht. Dann lasse ich das halt für mich machen, weil ich krieg es nicht. Ja, das kommt, weil du auch wieder hier startest. Meine Güte, lasst ein Like da.